Willkommen zurück und diesmal zeige ich euch eine weitere Falle, und zwar aus dem Sizilianischen. Das Smith-Moragam-Beat wird gleich kurz gezeigt und die Falle nennt sich Siberian Trap oder die sibirische Falle. Wir werden mal kurz schauen. E4, C4 und dann, wer kennt es nicht, nach D4, C schlägt D4, spielt der Weiße dann so ekelhafte Varianten, das für Smith-Moragam-Beat bekannt ist, C3. Boah, da schüttelt es mich am ganzen Körper und deswegen zeige ich eine Falle, die der Schwarze hier spielen könnte. Nach D schlägt C3, Springer schlägt C3. Und Springer C6 entwickelt sich beide Spieler noch normal weiter. Springer F3, E6, Läufer C4, alles noch normal. Dame C7, Rochade, Springer F6. Und Dame E2, damit bereitet Weiß den Bauernzug auf E5 vor und rechnet wahrscheinlich mit normalen Zügen wie D6 zum Beispiel, Bau auf D6 oder den Läufer hier auf C5 zu spielen oder einfach nur Läufer E7, um die Rochade vorzubereiten. Aber nein, Schwarz hat natürlich noch was in der Hinterhand, und zwar Springer G4. Und hier sehen wir auch wieder viele, viele Fragezeichen von Weiß im Gesicht. Der denkt sich natürlich, Springer auf G4 macht überhaupt keinen Sinn. Den vertreibe ich gleich wieder mit H3. Und auch dann kommt das böse Erwachen von dem Weißen. Und ihm fallen die Fragezeichen aus dem Gesicht wie die Schuppen aus dem Haar. Nach Springer D4 verliert er seine Dame, denn Springer D4 ist natürlich nicht machbar, weil dann auf H2 matt droht. Und rausnehmen geht natürlich nicht den Springer, denn dann hängt die Dame. Das bedeutet, Weiß kann praktisch schon aufgeben. Beziehungsweise, er kann ja auch die Dame wegziehen, zum Beispiel nach D1. Aber hier nimmt man einfach den Springer raus und die einzige Möglichkeit, hier noch was zu verhindern, besteht nicht, denn G3 kann er nicht spielen. Er steht im Schach und das Matt droht auf H2. Jetzt kann Weiß definitiv aufgeben. Das war auch schon die kurz und knappe sibirische Falle im Smith-Moragam-Beat im Sizilianischen. Das heißt, wenn ihr mal wieder auf dieses ekelhafte C3 treffen solltet, dann denkt daran, hier gibt es eine kleine Falle, die den Weißen auch schon nach 10 Zügen in die Knie zwingt und ihm sagt, bäh bäh, du hast eine ekelhafte Variante gespielt, hör auf damit. Nee, ernsthaft, lass das. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns, haut rein.